Moin Freunde und willkommen zurück zu Diablo 3. Ich habe lange mit mir gerätselt, ob ich jetzt wirklich einen Mönch oder einen Bavarian spielen soll. Und ja, es kam einfach dann, dass wir den Alexer spielen. Das ist viel einfacher. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern Arne ist mit dabei. Hallo Arne. Moin. Ja, so eine Scheiße, alleine kannst du das nicht bringen. Das muss man zu zweit machen. Es ist ja auch ein Multiplayer-Online-Scheiß. Wenn man schon online sein muss bei diesem Mist, dann muss man sich den Teil auch nicht alleine geben. Gut, er lädt mich gerade in eine Gruppe ein, das seht ihr jetzt nicht, weil ich hier so einen schönen Balken drüber gemacht habe. So, zack. Und es wird gestartet. Und da ist er. Ich muss jetzt erstmal Video gucken hier. Wie könnt ihr das hören? Ich bin der belanglosen Kämpfe müde, nach denen ich früher so hungerte. Ich ziehe umher, verstoßen, während mein Volk die Götter verflucht, die uns verlassen haben. Unsere Heimat liegt in Trümmern. Und doch bleibe ich standhaft. Vor 6 Tagen traf der fallende Stern die Stadt Trestram. Kurz darauf erwachten die Toten. Was ist das für ein Teufelswerk? Könnte es das sein, was ich all die Jahre suchte? Ein Feind, der meiner Klinge würdig ist? Oh, das war ja mal eine Kampfansage jetzt. Die Story kann er ja wohl nicht so anspruchsvoll gewesen sein, oder? Der will Nö, los nö, und auf die Fresse. ich war die ganze Zeit in einer Wüste, jetzt bin ich da nicht mehr, jetzt will ich Leute kaputt hauen. Da fliegt der Erste. Kann ich das hier nicht kaputt hauen? Was ist da los? Normalerweise geht das doch. Ja, am Anfang ist das alles so ein bisschen lame, da können wir irgendwie nichts. Guck mal, mit meinem kleinen Hölzchen hau ich da so ein bisschen drauf auf die Gegner hier. Und alle sind glücklich. Geh mal Ja. deine Ausrüstung an meine. Hast du gerade mal Lendenschurz? Ja, ist halb nackig, läuft er da durch den Dschungel. Und du bist schon voll ausgerüstet. Was hast du gesagt? Du siehst aus wie Severus Snape. Ja. Ja, guckt euch den mal an. Snape. Snape. Severus War da geht aber. Snape. Kannst du das später? So Instant Death Zauber, die werden ja mal wild. Will ich doch mal offen. Ich weiß gar nicht, was so Zauberer können. Und Barbare habe ich auch keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt alleine so ein bisschen den Mönchen gespielt, aber auch nur bis Level 30. Das heißt, ich habe das Spiel noch nicht durch. Also nicht spoilern. Was gibt's hier auch zu spoilern? Ganz ehrlich, die Story ist jetzt nicht kompliziert, würde ich jetzt mal sagen. Ist eigentlich nur recht einfach, Halt. gar. So. Ich war übrigens so fair und habe alles ausgegeben von meinem Gold bis auf 933 Münzen. Das heißt, dass ich hier nicht mit 100.000 Euro rankomme und alles kaufen kann. Nee, das geht nicht. Was hast du eigentlich für ein Banner? Irgendein 0,15 Banner, zweimal random gedruckt und das war's. Ich habe hier Was ist denn so da? So eine Kuh oder was ist das das? ist ein Schwein, ist er. So ein Bartschwein mit Halsterfarben. Das ist ja wohl geil. So, gehen wir mal rein hier. Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Ich glaube, das. Irgendwo kommt mir der Name bekannt vor. Geschlachtetes Kalb? Jo. Oh, ich habe gerade den Dialog abgebrochen. Kann das sein, weil ich mit dieser Frau hier geredet habe? Hallo? Bla bla. Bei mir kommt jetzt nichts mehr. Oh, Zombies. Zombies. Ich sollte vielleicht nicht frontline stehen hier. Ja, das ist meine Aufgabe. Bam. So, okay. Neuer Fertigkeitenplatz. Was nehmen wir denn mal? Es ist ja nicht so viel Auswahl gerade. Nehmen wir mal das, was es so gibt. Oh! Oh, Hilfe! Hilfe! Ich finde, diese Attacke erinnert mich immer an Magicka, falls das einer von euch kennt. Nämlich eher an Vegeta oder irgendwie so von Dragon Ball hier. Ja! Final Flash! Was dann, wenn der das machen würde, wahrscheinlich die Hütte nicht mehr hier stehen würde. Die wäre dann BOOM! Einfach nur noch ein Krater. So, wo müssen wir jetzt hier rechts, ne? Jo, ein bisschen kenne ich den Anfang ja noch, aber mehr als die Beta habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Und das hast du mir auch schon mal. Guck mal her, hier. Dieser Leichenmist hier. Das hier unten, hast du mir das erzählt? Das ist ja sehr creepy. Was hier so rumliegt. Ih. Und hier so ein Leichenwagen. Ih. Und hier so ein Feuer. Ih.
Jetzt ein Stück abholen hier. Lecker, 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 lecker. Okay, Hauptmann Rumford. Wo ist denn das Schild eigentlich schon her, oder ist das Standard? Das Standard, das kriegt man hier Standard. Bisher ist hier nichts gedroppt. Hier gab es ja nur Geld, sonst nichts. Zumindest für mich. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Hinterher hast du da schon orange Gegenstände und ich dümpel hier immer noch mit meiner komischen Axt rum. Gibt's eigentlich irgendwie sowas wie Autoloot oder so? Ich glaube nicht. Ich hab's bisher zumindest nicht gesehen. Nur für Gold gibt's das eben. Ach, Schuhwerk gibt's. Cool. Hast auch was gekriegt? Irgendwie so einen weißen Scheiß. Ah ja. Eine Hose und Stiefel. Was? Du hast zwei Sachen gekriegt. Ich hab nur Stiefel. Ich will auch eine Hose haben. Ich hab nur meinen doofen, Lendenschurz hier. Bruder, kein Mensch. Ja, laser das mal alles weg. Mach mich arbeitslos. Eine Handaxt. Geil. Die kannst du gleich ausrüsten, ne? Brauchst du auch sofort. Schmeiß sie mir auf den Boden, ich will die haben. Gib mir die Axt. Ach so, du hast sie jetzt. Ja, kein Bock mehr auf den Zauberstab, ne? Bis heute der schlechter Zauberer. Killer Schwein vom Niederrhein. Was ist los? Was? Ne, nicht den Wagen kaputt hauen hier. Ich dachte, da kann man mal ein bisschen randalieren. Oh, da ist ein roter Punkt. Hier ist... Ach so, hier ist so eine scheußliche Mutter. Deine Mutter. Ja, deine Mutter ist bei Diablo 3 und kotzt auf dem Boden. Ich den Kürbis hier kaputt hauen. Ja! Wie geil! Wie geil, wie geil! Haus alle mal um. Oh, warte, hier unten sind noch welche. Okay. Kommt ihr weg auf mich zu. Kannst das eigentlich auch alleine machen hier, ne? Ich brauch's mich gar nicht. Mit meiner pissigen Axt hier. Deine ist bestimmt stärker. Möchte ich jetzt mal vergleichen. Meine hat 3 DPS und deine? Moment. 3,2. Oh, das ist so unfair. Und du brauchst sie gar nicht. Ah, ich krieg gleich bestimmt was richtig Cooles. Wenn wir uns die Finger nachlegen. Und es ist so warm draußen. Siehst du den Loot von mir überhaupt? Nö. Das ist es ja, deswegen muss ich ja die ganze Zeit nachfragen. Feuchter Keller, was gibt's hier denn? Schnaps? Ja, ich hab jetzt auch eine Hose. Guck dir das mal an. Ich hab eine Hose. Ja, was ist das denn? Was? Erde? Nein, deine Hose. Ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen Lendenschurz, nur größer. Das ist ein grauer Gegenstand, was will man erwarten? Schieße einfach mal gegen die Wand. Ja, machen wir mal ein kleines Branding da in die Wand rein. Auch nicht schlecht. So. Hier, ich habe einen schönen roten Mantel bekommen oder was auch immer das ist. Oha. Schick. Bald siehst du gar nicht mehr aus wie Professor Snape. Die Viecher hier erinnern mich eher an hier. Oh, pass mal auf, ja, pass mal auf, was jetzt los ist hier. Ich hab. Was? An Zerklinge erinnern mich diese komischen Dinger da. Was ist los, da der Unterschied? Er malt sich ein bisschen an und kriegt da so ein komisches Armband. Nee. Woran erinnern dich? An Zephyr? Zerklinge von StarCraft. Ja, schon. Diese komischen kleinen Spucktücher da. Ja, von denen man irgendwie 100.000 hatte und die alle auf seinen Gegner geschickt hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, er kommt direkt auf mich zu. Kommt der denn hier? Darf ich das eigentlich hochladen? Jetzt mal so eine Frage. Das ist ja ein bisschen mit Blut und so. Das ist ja die ab 18 Version, ne? Also, Kinder, wenn ihr... Ab 16, oder? Nö. 16. Hat die Verpackung hier rumfliegen. Bei mir steht 16. Ja. Also bei mir platzen die Gegner hier ohne Ende auseinander. Ja, bei mir auch, aber 16. Ach, das ist alles relativ. Ja! Yeah! Wow. Ohne Keule. Hose. Was? Keule. Eine neue Hose. Und eine Handaxt, jawohl. 3,2 DPS, weißt du was? Scheiß aufs Schild. Ich gehe jetzt hier richtig Vollgas. Ich habe eine dicke Keule hier. Na? Große Bärenknüppel. Sag mal, wie sieht der aus? No magic on the corridors.
Sonst hau ich dir auf die Fresse. Mit meiner Keule. Nein. Guck mal, oh hier, ich bin der Imperator. Brutzel, Brutzel. Brutzel, Brutzel, Bratzel. Schmeiß mal Mace Windu aus dem Fenster, los. Also oh, wirklich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Blaue ist. Eine blaue Axt. Geile Scheiße. Guck mal, die leuchtet. Die leuchtet. Die leuchtet im Dunkeln. Wieso tut die Axt hier leuchten? Ja, und ich habe nur so einen Crap bekommen hier. Was denn? Stimmt, so eine Brustrüstung für mich. Ja, irgendwie was mit Gold einsammeln. Kacke. Das ist doch super. Also im Prinzip brauchen wir ja immer viel Gold in diesem Spiel. Ja, aber also, weniger Rüstung. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich durchgehend pleite bin hier in diesem Spiel. Aber ich kaufe auch immer das Auktionshaus leer, wenn es was Neues gibt. Oh. Aber der Strahl ist irgendwie cooler. Ja, irgendwie schon. Irgendwie reißt du damit ein bisschen mehr. Kannst du eigentlich noch normal mit dem Knüppel hauen? Mach mal. Schiff drücken und dann... Ich glaube, ich muss ganz nah rangehen. Ja, nee, doch nicht. Keine Ahnung. Das ist irgendwie schade. Ich will auch mal normal hier rumknüppeln können. Als Zauberer. Oh, hier ist ein Blauer. Oh Gott. Wo ist das der, den wir killen müssen? Ach ja, ist... Ja, ich glaube schon. Ach, die hat's ja jetzt nicht so drauf. Komm, weg damit. Brauchst du einen Bogen? Kann ich damit eigentlich was anfangen? Nee. Komm hier noch mal ein bisschen um, wa? Ja, ist da noch was? Keine Ahnung. Wir machen ja 100% Run, ne? 100% Run. Alle Erfolge. Ich habe mal mit Bruger geredet. Also auf, was ist das Schlimmste? Albtraum? Nee. Geht ja noch schlimmer irgendwie. Inferno. Inferno. Also die mega Top-Spieler, die sterben sich da eigentlich bisher nur noch durch, aus, wenn die das machen. Also das. Ja, ich habe irgendwie gelesen, dass die ganzen Pro-Gamer von WoW da jetzt momentan total auf Steil gehen. Die haben ja auch im WoW momentan nichts zu tun, ist ja auch nichts aktuell, oder? Ja, ist ziemlich lange derselbe Content, ne? Die sind ja schon längst durch. Ja, eben. Lang auch nur. Dann können die auch gerne nochmal hier mitmachen. Macht ja auch Spaß.